Servus, bin der Michi Bückers, bin staatlich geprüfter Berg- und Skiführer und im deutschen Bergführerlehrteam und bin heute mit dem neuen Dalbello Quantum unterwegs. Ein leichter Tourenschuh, der wirklich super interessant ist, den ihr euch mal genauer anschauen solltet. Und wir schauen uns heute zusammen an, wie man am besten oder am leichtesten einsteigt in den Schuh. Dazu ist es hilfreich, wenn ihr am Anfang gleich mal schaut, dass hier vorne die Schnürung ganz offen ist und insbesondere hier dieser Strang, der dann ins Schaleninnere läuft, wenn der ganz locker ist, das ist super, weil der fixiert dann später auch eure Ferse in der Schale. Und wenn der nicht ganz offen ist, ist es natürlich nicht ganz so einfach einzusteigen. Genau, und dann natürlich auch oben soll es ganz offen sein, also hier diese Klemmung ganz auf, dass der Schaft ganz aufklappen kann. Und dann könnt ihr eigentlich schon einsteigen. Schlüpft man einfach rein. Und als erstes schließe ich dann eigentlich hier vorne diesen Klettverschluss. Dann ist das alles gescheit fixiert und da fällt kein Schnee oben rein. Und dann geht es eigentlich auch schon an dieses QLS-System hier vorne. Da ist so ein Puller dran. Und ich finde, es funktioniert wirklich super, wenn man dieses Rädchen dreht und gleichzeitig den Puller hält mit der anderen Hand. Dann wickelt sich das Schnürl super auf. Und wenn man jetzt merkt, boah, es ist fast ein bisschen zu eng, dann kann ich das auch ganz leicht ein bisschen lösen wieder. Das ist das Gute an der Schnürung. Genau, und dann können wir eigentlich hier oben gleich schon an das Schnürsystem mit der Dyneema-Schnur hier gehen. Und ich schaue da eigentlich, dass ich ungefähr den Scheitelpunkt finde von diesem Hebel, wo der dann überklappt. Und so ein kleines Stück davor betätige ich hier oben die Klemme. Muss man gar nicht besonders fest draufklemmen, weil das so ein Autoklemmmechanismus ist. Das heißt, wenn ich hier jetzt drücke, dann zieht es hier oben die Dyneema-Schnur noch mehr rein in die Klemme und das wird einfach ja, noch fester. Und zum Gehen mache ich es natürlich wieder auf. Dann kommt eigentlich nur noch die Gamasche oben drüber, dass kein Schnee reinfällt beim Gehen. Genau. Und los geht's auf Skitouren.